Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auf Antrag der AfD diskutieren wir heute über die Bologna-Reform. Die AfD beantragt die Rückkehr zu den Abschlüssen Diplom, Magister und Staatsexamen, wobei letztere sowieso erhalten geblieben sind und gar nicht abgeschafft wurden, wie die AfD behauptet. Aber bekanntermaßen lassen sich durch Tatsachen ja in Ihrem Weltbild nicht beirren, meine Damen und Herren. Ich habe Ihren Antrag gelesen, da steht es drin, Herr Grube. Die AfD begründet ihre Bologna-Kritik mit der Identität der gewachsenen deutschen Hochschullandschaft. Nun gibt es viele Gründe, die Bologna-Reform zu kritisieren. Aber der AfD geht es nicht um die Belastung von Studierenden, nicht um die zunehmende Ökonomisierung von Hochschulen, nicht um die fehlende soziale Durchlässigkeit. Ihnen geht es einmal mehr um krude Deutschtümelei und vermeintliche deutsche Identität. Und die AfD bezieht sich in ihrem Antrag und ja auch in ihrem Programm positiv auf Wilhelm von Humboldt und das Humboldtsche Bildungsideal. Dabei steht das in einem krassen Widerspruch zum Welt- und Menschenbild der AfD. Humboldt sah in Universitäten einen Ort, an dem sich selbstbestimmte autonome Individuen als Weltbürger entwickeln und frei entfalten sollten. Als Weltbürger wohlgemerkt, nicht als Reichsbürger. Und die AfD, Herr Dr. Grobe, als Burschenschafter ganz besonders, Sie stehen hingegen ja eher für Chorgeist, für geistige und nationale Enge. Und um mal Humboldt zu zitieren, wenn Sie ihn in Ihrem Antrag schon positiv erwähnen, möchte ich Ihnen mal ein Zitat von Humboldt vorlesen. Er hat nämlich geschrieben, wenn wir eine Idee bezeichnen wollen, die durch die ganze Geschichte hindurch sichtbar ist, so ist es die Idee und das Bestreben der Menschheit, die Grenzen, welche Vorurteile und einseitige Ansichten aller Art feindselig zwischen die Menschen gestellt, aufzuheben und die gesamte Menschheit ohne Rücksicht auf Religion, Nation und Farbe als einen großen, nahe verbrüderten Stamm, als bestehendes Ganzes zu behandeln. Das ist Wilhelm von Humboldt. Nur, falls der AfD diese linksgrün versifft anmutende Multikulti-Aussage Humboldts bisher nicht bekannt war. Also, ohne Humboldt verklären zu wollen, aber sein Streben nach einer menschlichen Gesellschaft dergleichen steht im krassen Widerspruch zu alledem, was Sie sagen. Und noch weitergehend, die Wilhelm von Humboldt-Stiftung bezeichnet Humboldt übrigens sogar als einen Vordenker der Geschlechterforschung oder Genderforschung, wie Sie zu sagen pflegen, gegen die Sie hier dauernd polemisieren. Er hat sich mit Geschlechterforschung sehr früh auseinandergesetzt. Bei Humboldt heißt es, so viel Welt als möglich in die eigene Person zu verwandeln. Das ist im höheren Sinn des Wortes Leben. Bei Ihnen geht es ja eher um möglichst Abschottung von der Welt, und kulturelle Vielfalt und kultureller Austausch sind Ihnen ja generell ein Graus. Humboldt setzte sich für akademische Freiheit in der universitären Ausbildung ein, für eine universitäre Ausbildung, die keine berufsbezogene, sondern eine von wirtschaftlichen Interessen unabhängige Bildung sein sollte. Und dabei legte er besonderen Schwerpunkt auf die Philosophie. Er hat gesagt, das ist eine Art Grundwissenschaft, die auch die anderen Disziplinen verbinden sollte. Er beschäftigt sich auch sehr intensiv mit Sprachwissenschaften. Das sind ja alles Fachbereiche, die bei Ihnen jetzt nicht so große Wertschätzung erfahren, sondern die Sie in der Regel verhöhnen. Und was die AfD vom Thema Freiheit von Forschung und Lehre und auch von demokratischen Entscheidungsprozessen an Hochschulen hält. Das haben wir ja hier oft gemerkt, wenn Sie skandalisiert haben, dass eine Gesellschaftswissenschaftlerin Präsidentin einer technischen Universität wird, demokratisch gewählt, wohlgemerkt, wenn Sie gegen Forschungsprojekte stänkern, die nicht in Ihr Weltbild passen, den Klimawandel leugnen und ganze Wissenschaften verunglimpfen, dann zeigen Sie doch, was Sie halten von der freien Forschung und Lehre und von der akademischen Unabhängigkeit, meine Damen und Herren. Und Herr Grobe, weil Sie hier die Magisterabschlüsse so vor sich hertragen, also ich sage mal so, ein Magisterabschluss ist ja auch kein Garant für Lernerfolg. Schauen Sie sich an, Sie haben Geschichte studiert und sind heute bei der AfD. Das eine oder andere Seminar offensichtlich nicht besucht. So viel zur AfD. Nun einige Einschätzungen der LINKEN zur Bologna-Reform. Vor 20 Jahren verabschieden die europäischen Bildungsminister die Bologna-Erklärung, und das war der Beginn einer sehr grundlegenden Hochschulreform.
Der Bologna-Prozess orientierte sich an der Lissabon-Strategie, die vorsah, die EU zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt werden sollte. Bei der Umgestaltung der Hochschulen stand also nicht etwa die soziale Durchlässigkeit oder die Demokratisierung im Vordergrund, sondern Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit. Und in der Praxis hieß es vor allem eine Verkürzung von Studienzeiten, die Reduzierung der Studieninhalte. Die Studiengänge wurden stärker auf eine Arbeitsmarktbefähigung ausgerichtet. Und bei der Entrüppelung der Lerninhalte landete die kritische Wissenschaft als Erstes auf dem Müll. Praxisnähe wurde das genannt, und gegen Praxisnähe hat niemand etwas. Aber die europäischen Regierungen haben die wirtschaftlichen Interessen zum Maßstab für die neoliberale Gestaltung der Hochschulen gemacht. Und mit der Bologna-Reform wurde ein zweistufiges System von Bildungsabschlüssen eingeführt. Nach dem Bachelor wurde eine weitere Bildungshürde eingeführt, der Master, der einer kleinen Elite vorbehalten bleiben sollte. Eine Abwertung eines Großteils der Akademikerabschlüsse und Eliteförderung für eine privilegierte Minderheit. Die Modularisierung führte zu einer Verschulung und Verdichtung des Studiums, lässt wenig Platz für selbstbestimmtes Lernen und führte zu einem Übermaß an Klausuren und Prüfungen. Und so wurde das Studium zur Punktejagd. Es ist nicht selten, dass Studierende eine 40-Stunden-Woche haben, wohlgemerkt ohne Jobben und ganz zu schweigen von politischen, familiären und kulturellen Engagement. Zwei Drittel aller Studierenden müssen arbeiten, um ihr Studium zu finanzieren. Das kollidiert mit Anwesenheitspflichten bei Seminaren und engen Prüfungsrhythmen. Und immer mehr Studierende leiden unter dauerndem Stress, Überforderung und Leistungsdruck. Durch Bologna sollte die internationale Mobilität von Studierenden gefördert werden. Aber Mobilität ist nachweisbar abhängig vom sozialen Hintergrund. Ein niedriges BAföG, viel zu hohe Mieten, zu wenig Plätze in Studierendenwohnheimen, alles das erschweren Hochschulwechsel und Auslandssemester. Und auch für das Hochschulpersonal hat sich die Situation mit der Reform eher verschlechtert. Die Betreuungsrelation ist schlechter geworden, immer mehr Verträge sind befristet. Und deswegen wäre dringend nötig eine Reform der Reform. Erstens. Der Lerndruck muss reduziert werden. Lernen braucht Raum, Lernen braucht Zeit. Studiengänge müssen auf ihre Studierfähigkeit überprüft werden, und allen Studierenden muss das Recht gegeben werden auf ein Teilzeitstudium. Und Frau Ministerin, während der Corona-Krise gilt es ganz besonders, angesichts der lange geschlossenen Bibliotheken, angesichts der Finanznöte, fehlende Kinderbetreuung, ausgefallene Seminare, wir müssen den Studierenden in Hessen die Möglichkeit geben, Prüfungen zu verschieben und nachzuholen, damit sie eben das nicht alles in diesem Semester machen müssen, wo sie ohnehin schon sehr beansprucht sind. Zweitens. Soziale Durchlässigkeit muss zum wichtigsten Ziel europäischer Hochschulpolitik sein. Der Anteil von Studierenden aus finanzschwachen Elternhäusern muss gesteigert werden. Und ja, Chancengleichheit bedeutet natürlich auch, Geschlechtergerechtigkeit an den Hochschulen zu verankern. Da ist insbesondere bei den Professorinnen und Professoren noch eine Menge zu tun. Drittens. Der Master muss zum Regelabschluss werden. Weder Quote noch Note dürfen die Zulassung zum Masterstudium beschränken. Zu wenige Masterstudienplätze bedeutet soziale Selektion und Bildungsabbau. Und viertens, eine Studienreform muss zu mehr Qualität im Studium führen. Dazu fehlen die notwendigen finanziellen Mittel. Eine qualitative Studienreform geht nur mit mehr Geld und einer besseren Personalausstattung. Und natürlich müssen wir auch über die Demokratisierung der Hochschulen reden, über die Stärkung der akademischen Selbstverwaltung, weil die Demokratie an den Hochschulen in den letzten Jahren abgebaut wurde. Unter dem Deckmantel des Bologna-Prozesses wurde Bildungsabbau und Demokratieabbau an den Hochschulen vorangetrieben und weitere Bildungshürden geschaffen. Das ist unsere Kritik am Bologna-Prozess. Aber auch vor Bologna waren die deutschen Hochschulen weit davon entfernt, vom Bildungsideal Humboldts entfernt und sozialer Durchlässigkeit. Das deutsche Bildungssystem gleicht einem Flaschenhals, und das lange vor dem Hochschulzugang. Bereits in frühen Jahren, und zwar viel zu früh, wird entschieden, welche Schulform ein Kind besuchen soll. Bildung ist in Deutschland immer noch abhängig von der sozialen Herkunft, und das muss sich ändern, wenn Bildung die Entfaltung der persönlichen Fähigkeiten fördern soll, meine Damen und Herren. Unser Schulsystem kompensiert die unterschiedlichen Startchancen von Kindern nicht, sondern verfestigt sie und setzt auf soziale Auslöse. Zusammenfassend, die Bologna-Reform ist grundsätzlich zu kritisieren.
aber die AfD hat auch dazu nichts Sinnvolles beizutragen. Die Bildungspolitik der AfD steht nicht in der Tradition Humboldts, sondern vielleicht eher in der Tradition der Napola. Vielen Dank.